Krebsgeschwür, faulige Zähne oder Raucherlunge. Seit Mai ziehen diese Schockbilder Zigarettenverpackungen. Der Griff zum Klimmstängel soll damit per Gesetz vermiest werden. Für Raucher ein fragwürdiger Versuch. Ich glaube, das ist zum Lachen, weil die rauchen wollen, die rauchen dann sowieso. Ich denke mir, dass die vermutlich, wenn jemand wirklich raucht, keinen Effekt haben. Ich glaube, dass eventuell bei den jungen Rauchern schon vielleicht wirklich nur einen Sinn hat, aber bei den Leuten, die schon vielleicht jetzt 10 Jahre rauchen oder so, glaube ich, hat das nicht wirklich nur einen Sinn. Ich glaube, dass sie schon was bringen, weil man sieht dann auch, was es für Auswirkungen hat, wenn man raucht. Mit Österreich setzen insgesamt 78 Länder auf die abschreckende Wirkung der Bilder. Ekel als Grund zum Aufhören. Selbst für Experten sind das aber eher Einzelfälle. Trotzdem, die Schockbilder sind für die Ärzte ein längst überfälliger Beschluss. Ich weiß auch nicht genau, wie viel Prozent der Menschen tatsächlich sich dadurch beeinflussen lassen. Aber sogar wenn es nur ganz wenige Prozent sind, sind es immer noch sehr, sehr viele Menschen. Man muss bedenken, dass in Österreich 1,6 Millionen Menschen nikotinabhängig sind. Das heißt, auch wenn es nur 2% sich dadurch beeinflussen lassen, sind es schon sehr viele. Vor allem österreichische Jugendliche sind nach wie vor Europameister beim Rauchen. Knapp jeder Dritte zwischen 12 und 18 greift regelmäßig zur Zigarette. Bei den Erwachsenen ist es immerhin jeder Vierte. Die neuen Schockbilder mit Warnungen sollen vor allem vor dem ersten Zug abschrecken. Meistens fangen Menschen ja als Kinder und Jugendliche zum Rauchen an. Je cooler die Packung ist, je attraktiver die Verpackung oder je attraktiver die Werbung, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche zum Rauchen beginnen. Insofern macht es schon Sinn, auch eine Zigarettenpackung möglichst unappetitlich zu gestalten. Egal ob klassisch, gewurzelt oder elektronisch, Chic sind ständig präsent. Das Zigarettenpackerl neben Kaffeetasse und Handy am Tisch. Für viele ein bisher alltägliches Bild. Für Experten eine Einladung zum Rauchen. Wenn ich süchtig bin, schon gewisse Reize, die mich auch nur erinnern an meine Suchterkrankung, sozusagen ein Verlangen auslösen können. Und auf dem basiert auch sozusagen, dass man Zigarettenpackungen versucht, möglichst attraktiv zu gestalten, damit Leute sozusagen das erstens überall hinlegen und dann auch sehen und Guster bekommen. Wenn diese Packungen unappetitlich gestaltet werden, neigen Menschen eher dazu, die Packungen nicht offen irgendwo liegen zu lassen, sondern vielleicht in eine Schublade zu stecken. Und damit kann es schon Sinn machen und eventuell die Frequenz des Rauchens vielleicht ein bisschen niedriger machen. Jährlich sterben österreichweit bis zu 14.000 Menschen an den Folgen von Tabakkonsum. Damit fordert die Sucht mehr Tote als Aids, Alkohol, illegale Drogen, Verkehrsunfälle, Morde und Selbstmorde zusammen. Obwohl der Konsum vor allem bei Jugendlichen leicht zurückgeht, drängen Experten auf schärfere Rauchergesetze. Schockbilder können nur ein ganz, ganz kleiner zusätzlicher Beitrag sein. Wie gesagt, prinzipiell glaube ich sinnvoll, aber wenn man den Preis erhöht, wird damit die Verfügbarkeit der Droge geringer. Und das wissen wir von allen Drogen, übrigens auch vom Alkohol, aber auch von Zigaretten. Dort, wo Zigaretten teuer sind, dort rauchen weniger Menschen als dort, wo Zigaretten billiger sind. Das gilt für Wein, das gilt auch für illegale Drogen übrigens. Das heißt, man kann auf jeden Fall mit dem Preis regulieren, zum Teil, wie viel geraucht wird. Insofern würde es natürlich Sinn machen, die Zigarettenpreise deutlich zu erhöhen. 8 bis 10 Euro pro Packerl. Das wäre für Experten ein angemessener Preis. Vor allem Jugendlichen würde so der Einstieg deutlich erschwert werden.